Laune, ja, das sind wir zwei. Machen kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, Silvia. Hallo. Guten Morgen, Andrea. Hallihallo. Jetzt sind wir hier schon 2-3 Minuten am Schwätzen, weil wir heute wieder mal in der Malfreunde-Gruppe aufzeichnen. Und jetzt hätte ich das Aufzeichnen ja um ein Haar vergessen. Tja, da hätten wir das Gespräch zweimal führen müssen. Genau. Ja, wäre ja auch nicht schlimm. Nee. Ja, in solche Sachen dann mal ruckzuck aus dem Konzept bringen können, ne? Das stimmt. Ja, wir hatten erst ein bisschen technische Probleme und deswegen ist dann so ein bisschen, und jetzt die Uhrzeit und was bekannt gibt, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen dann blöder. Dann will man ja dann schon auch zu der Zeit dann on air gehen, ne? Ganz klar. Aber jetzt haben wir es ja geschafft, jetzt sind wir da. Hallo Ilka, schön, dass du reinschaust. Ich habe gerade meine Collage. Andrea sieht jetzt die Kommentare in der Facebook-Gruppe und wird immer wieder mal sagen, ach hallo und übrigens und der sagt. Ganz genau so in der Art. Moin nach Kassel. Hallo Jutta. Oh, Jutta hat Migräne. Nee, gut, andere also, Jutta. Ach, andere Jutta, okay. Jutta Mürköster. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn sie da zugucken kann mit Migräne. Nee. Maria kann auch nicht kommen und da sagen wir auch gute Besserung. Oh je, okay. Ja. Ja, Elvira hat uns ein paar Themenvorschläge gegeben in der Malfreunde-Gruppe. Wir haben nach Vorschlägen gefragt, was wir mal wieder besprechen sollten. Genau. Auch Gabriele und Nicole, vielen Dank dafür. Jawohl. Und ein paar Themen haben wir schon mal besprochen. Irgendwo in den vielen Folgen tauchten die einzelnen Themen schon mal auf. Aber Dinge verändern sich ja und wir verändern uns ja. Und vielleicht haben wir ja heute auf manche Sachen auch einen anderen Blick. Das stimmt. Also ich finde es nicht schlimm, manche Themen immer wieder mal zu besprechen. Nee, überhaupt nicht. Das finde ich überhaupt nicht. Und was ich jetzt aber gern einleitend noch sagen würde, warum wir überhaupt diese Aufnahme heute im Live wieder mal in der Malfreunde-Gruppe machen, das hat den Grund, weil unsere Gruppe erfreulicherweise in der letzten Zeit sich starken Zulaufs erfreut. Und wir würden einfach ganz gerne mal wieder den Neuen, die jetzt dazugekommen sind, ein bisschen die Möglichkeit geben, uns ein bisschen besser kennenzulernen, wer denn diese beiden Administratorinnen da sind und diese beiden Organisatorinnen des Kreasphäre Live-Jahreskurses. Das können wir nämlich mal bei der Gelegenheit wieder schön mit einem Live-Podcast machen. Yay. Deswegen sind wir heute mal wieder hier. Guten Morgen, Petra. Hallo. Da haben wir unsere spanischen Gäste. Auch da, wunderbar. Ah, die Petra. Hallo Petra. wunderbar. Das ist das Schöne an dieser Online-Geschichte, gell? Ja, absolut. Leute von überall. Ja, ich meine, mit der Jutta könnte ich mich theoretisch auch zusammensetzen auf einen Kaffee in Kassel. Oder in der Suppenplantage bei meiner Schwester. Das ist nicht so weit weg, aber ansonsten ist ja doch die Entfernung zwischen Hamburg und Waldhessen und Bayern und Waldhessen, wo ihr alle so seid, doch schon enorm. Und deswegen sind diese Möglichkeiten, die uns die Online-Welt bietet, doch auch wirklich, also ich weiß das sehr zu schätzen, sonst gäbe es das ja alles gar nicht. Jawohl. Sonst gäbe es das alles gar nicht. Ja. Womit wollen wir denn anfangen? Worauf hast du Lust? Ich steige einfach ein. Ja, das steht noch aus, Jutta. Stimmt. Was steht noch aus? Ja, dass wir uns mal in Kassel mal treffen, genau. Ja. Mach das unbedingt. Ja, das müssen wir machen. Ja, also dann würde ich gerne, bevor ich es vergesse,
von dem Projekt erzählen, das wir beide gerade machen. Und es machen noch mehr aus der Malfreunde-Gruppe da schon mit. Mhm. Nina und Katrin haben sich auch welche bestellt, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Und zwar sind das so kleine Sketchbooks, DIN A6. Die sind ganz niedlich, ja. Ich halte es mal hier so ein bisschen in die Kamera. Sketchbook Hamburg. Auch so 32 Seiten rum, ne? So um den Dreh. Meinst du, wenn so acht Blätter... Acht Blätter, einmal in der Mitte, muss es 32 Seiten ungefähr sein. Es ist nicht so riesig. Nein, es ist nicht so riesig. Es ist gut zu machen. Und das ist ein Projekt von, ich muss spitzen, Florian Zietz. Der hat es ins Leben gerufen. Und zwar gibt er diese Sketchbooks raus gegen eine Bezahlung von 25 Euro. Mhm. Dann kriegst du das Sketchbook zugeschickt und darfst es mit Farbe füllen oder auch mit Strichen. Und allem, was das Herz begehrt. Genau, und dann liegt da ein Rückumschlag bei und das gefüllte Sketchbook schickt man dann wieder zurück an ihn. Und veröffentlicht er die einzelnen Seiten auf der Homepage von Sketchbook Hamburg. Es gibt aber auch vor Ort Ausstellungen, wo er die Sketchbooks ausstellt. Und es macht einfach riesen Spaß und Kreativität verbindet, wie wir wissen. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Sketchbooks er denn so hat, ob es sich denn, also ob es okay ist, wenn wir ein bisschen Werbung machen oder ob er dann in Zugzwang kommt, und er hat gemeint, er hat noch so 20 da. Okay, das ist nicht mehr viel. Also 20 Leute könnten sich jetzt noch ein Sketchbook Hamburg bestellen. Genau. Dann muss er nachproduzieren. Ich denke, das würde er auch tun. Und verstehen. Ja, es ist eine schöne Sache und es ist entstanden, weil er darüber hatten wir es auch schon mal, ich glaube auch im Podcast, aber auf jeden Fall schon mal wir beide, von dieser Library in New York, wo die ganzen Art-Journals und Sketchbooks gesammelt werden, was ja auch irre ist. Ja, genau. Und dieses Projekt hat ihn so angesprochen und dann hat er das ins Leben gerufen, Sketchbook Hamburg. Und sehr schön. Ja, finde ich ganz eine ganz, ganz nette Idee. Und es lohnt sich auf der Internetseite mal so ein bisschen zu gucken. Hast du das schon gemacht? Ja, ich habe schon mal reingeplimpst, mal reingeguckt, was da ist. Also da kann man wirklich jedes Sketchbook angucken und sich echt auch gute Inspiration holen. Und ach, es ist einfach toll. Ich liebe es, durch Sketchbooks zu blättern und zu gucken, was andere so machen. Und ja, sind tolle Sachen dabei. Ja, da kann man sich richtig gut inspirieren lassen, das stimmt. Genau. Ja, also Werbung beendet. Noch nicht ganz. Werbeblock Teil 2 folgt jetzt, denn ja, wir sind... Denn wir sind, ja, wie ihr wisst, mitten in den Vorbereitungen für den Jahreskurs Kreasphäre 22. Und ab sofort könnt ihr euch schon für die Schnupperwoche eintragen. Die findet ja statt vom 19. bis zum 27. März. Also es ist ein bisschen mehr als eine Woche. Wir haben da halt absichtlich diese zwei Wochenenden eingebaut. Das geht also dann von Samstag bis den darauffolgenden Sonntag. Und da bekommt ihr jeden Tag Tutorials freigeschaltet, also geschickt per E-Mail, wo ihr dann drauf zugreifen könnt und schon mal so ein bisschen ausprobieren, was es denn mit diesem, ja, mit diesem Mixed-Media-Jahreskurs da so auf sich hat. Wer das noch nicht kennt, ist eben auch etwas, was aus dem angloamerikanischen Raum kommt und was es halt hier auf Deutsch noch nicht gab. Und ich kenne so viele, die eben gerne auch sowas mal mitgemacht hätten, die aber, wo es aber echt einfach an der Sprache gescheitert ist, ne? Mhm. Ja, das war ja immer wieder Thema auch bei uns in der Gruppe, ne? Wir Kurse, wenn wir gesagt haben, oh, der Kurs ist gut und der macht Spaß und schaut doch mal. Und dann kam ganz oft eben auch Englisch, ja. Der ist auf Englisch, den kann ich mir nicht kaufen oder da habe ich Angst, dass ich dann zu wenig verstehe oder genau, so. Ne? Ja. Und was ja auch durchaus verständlich ist. Absolut, absolut.
Und dann war eben der Gedanke da, dann müssen wir sowas doch mal auf Deutsch machen, wenn da Bedarf ist und der offensichtlich nicht gedeckt ist. So sieht's aus. Der offensichtlich nicht gedeckt ist. Das ist richtig. Die Liste wächst und gedeiht auch schon fleißig für den Schnupperkurs. Also braucht euch da noch nicht festlegen, ist total unverbindlich. Einfach rein, einfach anmelden und E-Mails mit Tutorials bekommen ab 19. März. Genau. So ist das gedacht. Ja, wollen wir uns dann mal den Themen zuwenden? Wollen wir Also erst noch den. erzählen, was wir hier gerade machen? Was machst du denn da? Ach so, nee, ich bin hier in meinem Junk Journal zugange und Und klebst. klebe lustig Collage. Und ja, zum allerersten Mal habe ich jetzt, ich habe mich bei ST McCloud in dieser, für diese Colory Combo Dingsy eingetragen. Okay. Und da gibt es jede Woche eine Farbzusammenstellung, nach der man dann arbeiten kann. Das ist ein Vorschlag natürlich. Und da ist heute so Grünschattierungen dran. Also Smaragdgrün eher, also Jadegrün und Türkisgrün, Maigrün und halt ein Braunton. Und da bin ich mal gespannt, wie ich jetzt meine rote Seite dahin kriege. Da hast du dir gedacht, da klebe ich jetzt erstmal was Rotes auf. Nee, das ist ja hier mein Junk Journal. Da ist ja hier alles Mögliche drin verbaut und ja, genau. Wildes Ding. Oh, Okay. sehr schön. Ja, noch kurz. Ilka hat sich schon angemeldet für den Schnupperkurs. Sehr schön. Ja, prima. Super. Ja. Ich grundiere hier gerade meine MDF-Blöcke hier, die ich mir gekauft habe, Ah, sehr schön. für die Ölmalerei. Oh, okay. Und ja, die muss man da so ein bisschen vorbehandeln. Habe ich gelernt. Muss, weiß ich nicht. Muss man nicht Okay. unbedingt, aber Mit es Acrylfarbe würdest du empfiehlt einfach sich. loslegen, ne? Ja, genau. Aber mit den Ölfarben, ich mache da jetzt eine Schicht, also ich mache mehrere Schichten Gesso jetzt drunter und mache dann eine Schicht Acrylfarbe drauf als Untergrund für die Ölfarben. Ah ja, spannend. Ja. Das ist, ja, Jutta ist auch dabei beim Sehr Schnupperkurs. Den schön. Link poste ich auch nochmal in die Shownotes, die sogenannten. Also in die Das ist ein Beschreibung komischer dieser Begriff, oder? Also Beschreibung dieser Shownotes finde ich auch echt immer blöd. dieser, ja, es sind halt Notes zur Show. Und so Ja, eine ja. Podcast-Episode ist halt eine Show, ne? Auf Ja, das ist Englisch. schon klar, aber Oh. ich finde es doof, Conny hat den sich auch Begriff. angemeldet. Hallo Conny. Ja, im Prinzip hast du recht. Aber wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr bei Spotify jetzt, hast du das schon gesehen, Andrea, man kann da Nee. jetzt Bewertungen abgeben. Ach komm. Ja, bei Spotify, wenn ihr unseren Podcast aufruft und das geht ohne Spotify Premium zu haben, sondern Genau. das geht auch nur mit der App, also Gibt man ja muss sich da dieses. nirgends anmelden oder so Ja. und für bezahlen. Oder auch übers Web, über Open Spotify. Genau, dieses Open Spotify. Da geht es und da kann man jetzt den Podcast direkt bewerten mit natürlich 5 Sternen. Ich bitte darum. Also wenn ihr schon bewertet, dann Bescheid. Dann bitte richtig. Ja, okay. Ja, nein, dürft ihr gerne machen. Fühlt euch eingeladen. Genau. Das würde Jederzeit. uns freuen. Ja, total. Gar keine Frage. Ja, dann können wir jetzt zu unseren Themen kommen, oder? Genau, legen wir mal los mit den Themen. Womit fangen wir an? Fangen wir mit Stil an, weil das geht schnell. Okay. Das ist mir eben beim Autofahren dieser, in Anführungszeichen, die Lösung. Stil ist das, was dir Spaß macht und was du dir erlaubst. Also nein, das ist das, was du schon hast und was rauskommt, wenn du dem nachgehst, was sich für dich richtig gut anfühlt. Und wenn du dir das dann auch noch erlaubst, dann aufs Blatt zu bringen, das ist dein Stil. Ja, Finde ich. und ich sage So immer, kurz und.
Also ich habe letztens da was Schlaues gesagt, wie ich finde. Ja, sag das nochmal, bitte. Wiederhole ich jetzt nochmal. Sag das noch, gerne nochmal. Ich finde, also du hast deinen Stil, den hast du. Du musst nur lernen, dich damit anzufreunden. Ja, genau, sich das zu erlauben, das meine ich damit. Ja, und dann findest du den irgendwann gut und dann darf das sich entwickeln, indem du einfach jeden Tag oder so oft wie möglich malst. Ja. Ohne Übung wird er sich nicht entwickeln. Genau. Am besten jeden Tag. Also eine tägliche kreative Praxis ist echt so dermaßen wichtig oder wertvoll für, und wenn es auch nur 10 oder 15 Minuten sind. Also diejenigen unter euch, die bei der 14 Tage 5 Minuten Challenge dabei waren, die haben das am eigenen Leib gemerkt. Hallo Nicole, genau, eine Themengeberin hört gerade mit, sehr schön. Hi, also Nicole. Die tägliche kreative Praxis ist so wertvoll und da können wir direkt, glaube ich, auch schon überleiten zum Thema, was das für die Gesundheit, für Wohlbefinden, für Selbstvertrauen, für Heilung und so bringen kann, wenn du dich täglich deiner kreativen Ader hingibst und dass sich dann der Stil zeigt. Quasi. Ja. Das kommt so mit. Das ist gar nichts, also du brauchst da gar nicht aktiv zu suchen und zu forschen, sondern das kommt so mit. Und es kommt eben nur, wenn du es tust. Genau. Es kommt nicht angeflogen. Nicht vom Warten, nee, und nicht vom Überlegen. Ich könnte ja mal und wie wäre es denn damit und dann tausenderlei Sachen, Materialien bestellen und die liegen da und dann benutzt du sie nicht und da entwickelt sich nichts. Einfach tun. Ja, und darauf vertrauen, dass das, was dir leicht fällt, dich dahin bringt. Mhm, also genau. Oft neigen wir ja dazu zu sagen, das ist ja Pillepalle, dann suche ich mir was schwieriger geht und dann verkrampft man sich und will irgendeine Technik erlernen, die einem schwerfällt und das ist halt der falsche Weg. Ja, ja? Genau. Also vergesst, erlernen, ja. Wunderbar, ja. Aber vergesst dieses, es muss schwer gehen, es darf leicht sein. Vergesst Blood, Sweat and Tears, nein, nicht nötig. Ja, genau. Sondern dahin gehen, wo es sich gut anfühlt. Echt wirklich, wenn ihr jetzt bei irgendeiner Malsache dabei seid und ihr habt jetzt so das Gefühl, oh, das ist ja schön, das könnte ich jetzt stundenlang machen, dann ist das genau das Richtige. Dann ist genau das das Richtige. Dann einfach machen. Mir ist das genau. Jetzt wieder so aufgefallen. Ich muss mal gucken, finde ich das jetzt hier drin? Vielleicht ist das hier irgendwo. Ach so, genau, hier. Das letzte, was ich hier in dem Junk Journal gemacht habe. Auch mit der Collage und so. Da habe ich nämlich, also diese Farbgebung hier, die ist komplett entstanden durch Gesso und Neocolors. Ne? Mhm. Neocolors auftragen und mit Gesso vermalen. Das macht so Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das mache ich jetzt auch wieder. Genau. Das mache ich jetzt auch wieder. Ja. Was also wenn du jetzt sagst, das ist ja wunderbar, jeden Tag malen, aber ich weiß gar nicht was. Und dann stehe ich jedes Mal da und denke so, was male ich denn heute? Dabei hilft sich ein Projekt vorzunehmen, 100 Mal, die magischen 100, 100 Mal das Gleiche, zum Beispiel Häuser, Bäume, Gesichter. Blumen, Gesichter, was haben wir noch? Pferde, Hunde, Katzen. Katzen, ganz wichtig, Katzen. Ja, also am besten hörst du da mal in dich rein, was du als Kind schon gerne gemalt hast und das Motiv, was dir dann so in den Kopf kommt, das malst du dann einfach 100 Mal auf verschiedene Arten und wirst dann mal sehen, wo dich das hinführt. Also das ist wirklich magisch und dabei entwickelt sich zum einen natürlich deine tägliche Übung und dein lockerer Strich entwickelt sich dabei einfach, weil ne, du machst einfach täglich was und das bringt schon was
Und das andere ist, dass du dann deine 100 Bilder immer mal angucken kannst, also die ersten 30, dann die ersten 50 und immer wieder mal zurückguckst und dabei dann auch feststellen kannst, ah, okay, das wiederholt sich immer. Ne? Also dann einfach gucken, was mache ich denn da dauernd oder ja, gibt es irgendwas, was total Spaß gemacht hat und dann dem wieder nachgehen und das mehr machen. Ja. Dann wirst du merken, wie sich genau das, was du gerne magst, also dein Stil, eben festigt und wie du den weiterentwickelst. Haben tust du den, du musst ihn nicht finden, du musst ihn nur mögen. Und ja, genau, du musst nur mögen, was du machst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, mögen, was du machst. Und ich glaube, an der Stelle hängen viele, das ging mir ja auch so, weswegen ich auch das Malen aufgegeben habe, weil ich null mochte, was ich da mache und immer versucht habe, irgendetwas zu erreichen, irgendwie was zu machen, wo ich gerade in einem Malkurs war und dann war dieses und jenes dran, ja, sind wir wieder beim Hahn. Mhm. Grünhahn, obwohl der so schlecht gar nicht ist. aber eben, ja genau, also nicht irgendwas erreichen wollen, sondern das beobachten und nicht bewerten, was da so aus einem rauskommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das sich, und das meine ich mit sich erlauben, dass es da sein darf und dass wir das quasi als Selbsterforschung betrachten, was da kommt, was uns dahin führt, was so in uns ist. Und da ist viel mehr, als man so denkt. Richtig. Viel, viel mehr. Ja, und da wären wir jetzt schon wieder, wenn es nach mir geht, beim nächsten Thema. Nämlich, bin ich ein guter Mensch? Ach so, bei mir wäre jetzt der Übergang zur Heilung gewesen. Ach so. An der Stelle. Okay, was wollen wir zuerst machen? Weil das jetzt gerade so schön passt, ne? Also das, sich zu erlauben, das zu sehen, was da in einem ist und das wertzuschätzen, das kann sehr viel zur Heilung beitragen. Also weil das nämlich sich mit sich selbst anfreunden und sich selbst annehmen und akzeptieren. Ich glaube, das ist etwas, was sehr dazu beiträgt. Und dazu gehört eben auch das Annehmen von Krankheit, so denn mal eine auftritt. Und ich bin der Überzeugung, dass Krankheit leichter zu bewältigen ist, wenn wir mit ihr gehen. Mit Sicherheit. Wenn wir nicht kämpfen, sondern wenn wir mit dem Körper gehen und gucken, was braucht er denn jetzt? Genau. Es hat auch ganz viel mit Akzeptieren zu tun. Ja, eben, Selbstannahme. Und zwar auch Annehmen dessen, was nicht optimal ist. Ich lebe seit, wie alt bin ich jetzt? 54, werde 55 dieses Jahr, genau. Dann lebe ich jetzt seit 53 Jahren mit Neurodermitis. Und das war zeitweise, also in der Zeit, wo ich dagegen gekämpft habe, mein Kampf gegen die Neurodermitis hier, wo ich dagegen gekämpft habe, war das die Hölle pur. Wirklich. Mhm. Und ja, natürlich, es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches wie eine Krebserkrankung oder sowas. Damit habe ich toi 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 keine Erfahrung. Es sind viele hier, die das haben. Und ich weiß von denjenigen auch, wie sehr eben dieses kreative Tun da unterstützen kann, eben indem man den Fokus auf was anderes lenkt. Genau. Ja. Da verschiebt sich dann nämlich das, womit du dich beschäftigst. Du beschäftigst dich mit den Farben auf dem Papier, mit, ja, tatsächlich auch mit deinem Wohlbefinden und mit dem Schönen. Du beschäftigst dich einfach mit was Schönem. Farbe per se ist was super Wunderschönes. Und sich damit zu beschäftigen ist, das bringt dich so weg von dem ganzen Müll, der da so ist. Und ich bewundere ja immer, wenn beispielsweise Maria mit ihrer fürchterlichen Autoimmunerkrankung dann bei der Infusion sitzt und diese Situation dort zeichnet. Mhm. Was da auch in dieser sehr beklemmenden Situation dann, was sie da für Schönheit findet. Mhm. Und was da an Schönheit auf ihrem Blatt landet. Und ich glaube, das ist etwas, das kannst du durchaus auch einfach, also ein bisschen leichter machen, denke ich. Ja, also es ist natürlich
Es hat positive Auswirkungen, wenn du deinen Blick aufs Positive lenkst. Ja. Und wenn du krank bist, dann, und es geht dir nicht gut, und das ist jetzt mal egal, welche Krankheit, ja, ob du jetzt vielleicht durch einen Unfall gerade aus dem Leben geworfen wurdest oder dass du vielleicht eine Depression hast oder eben eine lebensbedrohliche Erkrankung, wie jetzt Krebs. Ich glaube, es tut immer gut, sich dann mit möglichst viel Positivem zu beschäftigen, um dem nicht so viel Raum zu geben. Mhm. Weil ja, Raum nimmt es eh genug, ne, durch die Behandlung und so. Ja, ja. Und die Psyche macht da ganz viel einfach, ne? Wenn du gerade bei Krebserkrankungen, ich glaube, man kommt einfach besser durch, wenn man sich ganz, ganz viele gute Sachen gönnt in der Zeit. Nicole hat dazu geschrieben, das würde ich gerne mal vorlesen. Ja. Nicole schreibt, mich hat meine Kreativität durch beide Krebserkrankungen begleitet und mir wahnsinnig geholfen, in Aktion zu bleiben und positiv. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was du gerade sagtest. Ne? Ja. Ja, den Mut, weil es ist, ja, und da sind wir auch wieder bei den weiteren positiven Eigenschaften, die das Kreativsein hat, weil es uns, und darüber haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen, weil es einen so stärkt. Ja. Weil es so das so ein gutes Gefühl für einen selbst macht, dass man das Gefühl kriegt, ich kann was schaffen, ne? Und ich kann was erreichen, ich kann was aus mir heraus gestalten und eben auch mein Leben. Und so kann ich mich entweder in die Krankheit reinfallen lassen und mich als Opfer sehen oder als handelnder Mensch. Genau. Und als Kreativer bist du handelnder. Ja, es gibt dir deine Selbstwirksamkeit zurück. Ja, genau. Und gegen eine Krankheit bist du erstmal, fühlst du dich erstmal machtlos. Ja. Und ja, die Kreativität, wir sagen das ja auch immer wieder, das verbindet sich, also du verbindest dich wieder mit deiner Seele, wenn du am Tisch sitzt und malst und dich einfach darauf konzentrierst, was du da tust, und alles andere lässt du einfach weg. Ja, Kopf frei und einfach machen. Ja. Und ich glaube, das ist total wertvoll, gerade wenn es einem nicht so gut geht. Mhm. Ja, und da spielt noch ein Aspekt mit rein. Krankheit, die eine Sache. Und Marion schreibt gerade, Kreativität hätte ihr durch tiefe Trauer geholfen. Ja. Auch so ein Aspekt. Ja, danke, Marion. Das ist, also danke für deine Offenheit und für diesen Aspekt auch, ja. Ja, also Trauer ist ja auch letztendlich eine kleine Krankheit, sage ich mal. Also da fühlst du dich ja auch einfach krank. Ne? Wenn du trauerst, dann es ist es letztendlich eine vorübergehende Depression. Ja. Und aber total, das gehört zum Leben. Genau, das gehört einfach zum Leben. Das ist total wichtig. Ja. Und da kann Kreativität echt auch super gut helfen. Ja, immer wieder. Ja, ich habe auf Domestika habe ich einen so einen Sketchbook-Kurs gemacht, also dieses das alltägliche Leben skizzieren, und die Künstlerin Kate, komme jetzt nicht auf den Nachnamen, auch die hat dieses tägliche Sketchbook, diese tägliche kreative Praxis eben auch unter dem Aspekt angefangen. Die hat ihre Mutter unerwartet verloren, da war eine sehr enge Bindung da und verarbeitete das auch eben mit ihrem Sketchbook. Ja. Oder auch, mir fällt dann immer wieder die Geschichte von Danny Gregory ein, wie der erzählte. Ne? Also dem hat auch ein Unfall von einem Tag auf den anderen das Leben komplett aus den Fugen geschmissen. Ne? Es war nicht sein Unfall, sondern der seiner Frau. Mhm. Und seine Frau hat von da an im Rollstuhl gesessen. Mhm. Und er erzählte das so, seine Frau hat es mit solcher Größe und Bravour gemeistert, diese Situation. Aber er selbst kam nicht damit klar. Und er hat angefangen, sie zu zeichnen, wenn sie auf dem Sofa gelegen hat und gelesen oder geschlafen. Und auf diese Art und Weise hat er sie neu kennengelernt. Und das war auch so ein ganz wichtiger Bewältigungsprozess. Also ich glaube wirklich, dass wir
indem wir ja mit dem, sei es jetzt mit dem Zeichenstift oder mit unseren Farben, die Welt begreifen, sehen wir sie nochmal neu und anders. Ja, und lernen es anders kennen, das stimmt. Ja, und gerade da finde ich so, ja, und da, gerade da finde ich das so, so enorm wichtig, dann wirklich nach dem zu gucken, wie das Ganze mit uns inwendig in Resonanz geht. Weil da finden dann diese Heilungsprozesse statt. Mhm. Und diese neue Perspektive, andere Sicht auf die Dinge. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich extrem wichtig. Ja. Ja, Frida Kahlo fällt mir dazu noch ein. Ja. Die in ihrer Krankheit Selbstporträts gemalt hat. Ja. Und ja, da ganz viel verarbeitet hat, denke ja. ich. Und es gibt ja auch ganz viele, fällt mir jetzt gerade so ein, aber ich weiß gar nicht, woher das so kommt. Mit den Mundmalern. Mhm. Das ist auch krass. Ja, ja, das ist, glaube ich, auch so eine Art dann Ergotherapie oder sowas. Ne? Vielleicht. Und dann so eine, ja, wenn du komplett die Hände nicht bewegen kannst und den Körper nicht in der Form benutzen kannst, in Anführungszeichen, wie andere, dass du dann eben neue Mittel und Möglichkeiten suchst, dich auszudrücken. Ne? Mhm. So, jetzt knackert es, obwohl ich hier. Was hat er denn da? Nee, alles gut. Das knackert jetzt, obwohl ich hier alles ausgeschaltet habe. Sehr komisch. Aber wir haben heute sowieso jede Menge Beigeräusche, weil ich hier wieder mich mit meiner Lieblingsbeschäftigung hingebe. Weil du da rumschrubbelst. Nämlich schrubbeln, genau. So, da können wir mal sehen, wie sich, oder beziehungsweise hören, wie sich Schrubbeln anhört. Aber das geht nicht mit einem weichen Pinsel. Tut mir leid. Das geht nur mit einem harten Pinsel. So, ja. Ja. Ja, und was mir dazu noch einfällt, ist eben, und da komme ich wieder zu dem Thema, bin ich ein guter Mensch? Dann können wir jetzt gerne überleiten, sehr gerne. Bewertung, ja. Ja. Weil es ist letztendlich alles eine Frage der Bewertung. Also wie bewertest du deine Sachen, die du machst? Mhm. Wie bewertest du, wie du bist? Wie bewertest du dich? Wie bewertest du auch andere? Ja, ja. Und da sind wir beim Vergleichen. Genau. Genau. Und stellst du andere über dich zum Beispiel? Ne? Wer sagt denn, was gut ist und was böse ist? Wer legt das fest? Ja. Würdest du dich denn als guten Mensch bezeichnen, liebe Andrea? Ja. Ja. Weil das mein Ziel ist. Mein Ziel ist es, ein guter Mensch zu sein. Reicht es, nichts Böses zu tun? Elvira, was ist was Böses? Also tatsächlich habe ich mir die Frage gestellt, als ich Elviras Kommentar gelesen habe und habe so gedacht, bin ich ein guter Mensch? Ja, ist man denn schon gut, wenn man nichts Böses tut? Und ja, wer sagt, was böse ist? Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jeder das Beste tut, was er kann, manche können nicht so Gutes tun vielleicht, warum auch immer. Aber ja, wer legt es fest? Ne? Ja, und da gibt es gar keine, also ich finde es total schwierig, weil das eben auch von der Gesellschaft abhängt, wo du gerade bist. Ne? Ja. Ja. Also das um universell jetzt nochmal zu definieren, finde ich extrem schwierig. Ja, geht. Und ich glaube, das kann man wirklich nur wirklich auch jeder für sich sagen, was sind denn meine Werte? Und wenn ich es schaffe, nach meinen Werten zu leben, dann bin ich ein guter Mensch. Ja, und aber um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu der Krankheit, wenn du beispielsweise, du landest im Rollstuhl, Unfall oder im Pflegebett, und dann hast du vielleicht vorher
die Situation anders bewertet, als du es dann tust. Drum bin ich auch so skeptisch mit Patientenverfügungen, ja, weil ich mir immer denke, boah, ey, krass, also du weißt nicht, wie du dann fühlst. Ja. Und dann kannst du es vielleicht nicht mehr sagen, aber du willst vielleicht gar nicht, dass, also vielleicht findest du dein Leben dann gut. Ja, ja, genau. Und ich habe da heute auch noch mal reingehört in den einen Podcast Zeitverbrechen. Da geht es um Sterbehilfe. Da sagt eine Alzheimer-kranke Frau, oder also dementkranke Frau, die sagt, sie möchte, wenn sie mal in einem Pflegeheim muss, also wenn sie nicht mehr kann, dann will sie sterben. Mhm. Und das hat sie so festgelegt. Sie möchte dann sterben. Ja. Und dann kommt sie in dieses Pflegeheim. Das ist in den Niederlanden gewesen. Sie kommt dann in dieses Pflegeheim und der Mann sagt dann der Ärztin, die sie da aufnimmt, also meine Frau möchte dann sterben und hin und her und ob das jetzt dann auch möglich ist. Und gut, in den Niederlanden gelten da auch nochmal andere Gesetze als bei uns. Aber ja, die Ärztin sagt dann, ja, sie muss sich halt davon vergewissern und tut sie dann mehrfach. Da werden Protokolle geführt, also das ist alles hochoffiziell. Und dann fragt sie die Frau, ob sie denn noch weiß, was Euthanasie ist. Also ne, die vergessen ja dann auch Begrifflichkeiten und so. Und dann, also das wusste sie nicht mehr so genau. Und dann fragt sie sie, ja, möchten sie denn sterben? Und dann sagt sie, ja, schon, wenn ich mal krank bin. Aber jetzt noch nicht. Jetzt nicht, genau. Und also letztendlich bringt dann die Ärztin die Frau um, wird auch vor Gericht gestellt. Und das ist echt ein ganz krasser Fall, weil die Frau, also der geht es dann halt eigentlich, also der geht es nicht super gut. Die rebelliert auch ziemlich, wenn der Mann sie besucht, dann freut sie sich, wenn er dann wieder geht, dann fällt sie in ein tiefes Loch und wird wütend und schlägt um sich und so. Also die hat schon Probleme mit der Situation, aber es gibt immer wieder Momente, wo sie zufrieden ist und glücklich und wo alles gut ist. Und es ist halt so schwierig. Das ist wirklich ein heikles Thema. Ja, wer soll das entscheiden? Ne? Ja, du kannst nicht urteilen über eine Situation, in der du selber noch nie warst. Also das ist total schwierig, da eine Aussage zu treffen. Ja. Also Marion schreibt jetzt hier dazu, dazu fiele ihr ein, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Dann bist du ein guter Mensch, ja. Ungefähr, ja. Ja, da gibt's ja auch den, ja, von Kant den kategorischen Imperativ, den kennt ja jeder, ne? Oder die meisten. Dass die so zu handeln, dass die grundlegenden Prinzipien deines Handelns allgemeingültige Prinzipien sein könnten. So. Ja, also es ist tatsächlich, finde ich, ein ganz interessantes Thema, weil, also mir wird zum Beispiel oft gesagt, wenn ich gefragt werde, was machst du denn beruflich, dann wird mir oft gesagt, boah krass, das könnte ich nie und bist du ein guter Mensch? Das ist ja total wichtig, diese Arbeit und keine Ahnung. Und ich empfinde es ja überhaupt nicht so, dass ich da jetzt Mods was Gutes tue, weil das für mich so natürlich ist, dass das, ja, also natürlich, ich mache halt das, was ich gelernt habe letztendlich. Also, ne? Und ich bin dann immer so ein bisschen entsetzt über diese Bewertung, weil ich denke mir, also ich bin mitnichten 24/7 ein guter Mensch. Also man muss mir nur mal beim Autofahren zuhören, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, wie ich dann schimpf, wie ein Rohrspatz. Kommt also ich das bin mit Sicherheit nicht immer, also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der immerzu in allen Bereichen immer gut ist und heilig. Das ist, glaube ich, einfach nicht natürlich. Jeder hat auch so ein bisschen was Böses in sich. Glaube ich. Und ich weiß nicht, das ist, also ich finde gut und böse, das sind wieder solche
gesellschaftlichen und religiösen Definitionen halte ich nicht so viel von. Märchenhaft, Andrea, märchenhaft. Ja. Nee. Nee, das ist genauso wie Zeit. Das sind alles Märchen, so, gut und böse. Ja, aber es ist alles genauso wie Zeit und Werte und so weiter. Das, ja. Das ist alles menschengemacht. Also ich finde das, ich glaube, zu... Es ist einfach sehr menschlich, ja, sehr, dass es Gut und Böse gibt. Sehr, sehr auch bewertend, weil es sind ja auch Kategorien, Gut und Böse. Ja. Das sind Kategorien. Und darüber haben sich schon ganz andere Geister gestritten, jetzt, aber wenn du ob gut es jetzt sein das willst, reine Böse gibt oder, ja, aber genau. Aber wenn du gut sein willst, dann musst du wissen, was gut ist und was böse ist. Also diese Bewertung. Ja, aber dann. Ja, nur das sagt halt, das definiert auch wieder jeder anders und jede Gesellschaft definiert ja. das anders. Ja, ganz sicher. deswegen muss es, glaube ich, für sich jeder selbst definieren, was er für gut empfindet. Ja, das ist so. Und wie du sagst, ne, so vieles, was manche bei dir gut finden oder für als besonders gut beschreiben, ist für dich total normal. Ja. Und für mich sind andere Sachen, die andere Menschen total normal finden, super böse. Ja. Also ganz viele Sachen, wo ich sage, okay, würde ich nie tun. Ja. Ja. Das finden manche Leute ganz toll. Also das ist halt wieder diese Bewertung eben. Mhm. Und letztendlich finde ich, dass wenn du immer wieder versuchst, einen wertfreien Raum zu schaffen und immer wieder versuchst, andere nicht zu bewerten, nach dem, was sie tun oder nach dem, wie sie sind, dann tust du schon ganz viel Gutes. Glaube ich auch, ja. Weil dann machst du die Welt so ein bisschen besser, glaube ja. ich. Weil diese Bewertungen sind es auch, die uns das Leben oft schwer machen. Oh, extrem, und, ja, genau. Also Bewertung ist, grundsätzlich macht es, glaube ich, eher böse Sachen als gute Sachen mit ja. uns. Oder halt gut gemeinte, die fürchterlich in die Hose gehen. Ja, ich meine, viele Leute sagen, dass es ganz wichtig ist, wenn sie Lob kriegen oder, ich meine, ne, Wertschätzung ist ja auch wichtig, aber es ist letztendlich auch eine Bewertung. Ja, genau. Und du dann steht nämlich im nächsten Moment wieder dran, wofür bist du dann wertgeschätzt? Und das ist dann wieder etwas, was mit möglicherweise mit Leistung zu tun hat und keine Ahnung. Und schon bist du wieder in so einem Geflecht von Anerkennung und Liefern. Das, wofür ich anerkannt werde, das liefere ich, damit ich noch mehr Anerkennung kriege, so ungefähr. Also das ist ja schwierig. Ja. Kein einfaches Thema. Ich glaube aber noch einen Satz zum Abschluss. Ich glaube, wenn du Liebe zur Maxime deines Handelns machst, dann bist du auf jeden Fall ein guter Mensch. Ja. Und auch da wirst du irgendwie merken, dass es Grenzen gibt. Mhm. Ne? Ja. Ja, beziehungsweise könnte man jetzt die Expertin, würde Petra uns helfen mit den verschiedenen Formen der Liebe. Mit der platonischen und der Nächstenliebe und der ja, bedingungslosen, wertfreien, wie auch immer. Was hat Petra damit zu tun? Ja, das sind halt solche, hat sich damit beschäftigt. Ich glaube, das hat so ein bisschen was auch von mit den alten Griechen zu tun oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, okay. Müssen wir sie mal fragen. Ja, also ich glaube, dass tatsächlich, dass der Versuch, ein guter Mensch zu sein, schon mal nicht das Schlechteste ist. Nee. Ja, das macht einen schon dazu, würde ich sagen. Ja, genau. Und da ist also dieses Sprichwort, das, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es kam, du hattest es kurz gesagt, mit dem,
was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist auch so ein Sprichwort, das meine Mutter immer gesagt Ja. hat. Und sie hat Sehr immer schön. gesagt, jeden Tag eine gute Tat. Ja. Alter Pfadfinderspruch. Ja, genau. Und das ist so witzig, weil wenn ich meine Mutter anrufe und wir uns so unterhalten und dann erzähle ich irgendwie was, was ich gemacht habe oder was, ja, was mir passiert ist oder so. Und dann sagt sie, ja, ist mir heute auch schon so gegangen. Und also wir erzählen uns ganz oft unsere guten Taten, die wir wieder gemacht Okay. haben. Und dann Sehr lachen schön. wir zusammen und sagen, ja, siehst du, wieder eine gute Tat getan. Und auch so dieser Blick, dass vieles, was im ersten Moment schlecht ist, gar nicht so schlecht ist. Also auf den Glücklicherweise, zweiten genau. Blick. Ja. Ja. Das stimmt. Und für die Kreativität, da würde ich jetzt mal sagen, alles, was dir gut tut, ist erlaubt und sollte getan werden. Ja, nicht nur für die Kreativität. Und da bist du, jetzt bist du eingefroren, liebe Andrea. Ich bin eingefroren. Ja. Ne? Ist meine Internetverbindung vielleicht schlecht? Weiß ich nicht, ich sehe dich ganz normal. Na gut, bei mir ist gerade alles eingefroren. Also ich sehe dich komplett normal und da springt nichts und Okay. wackelt nichts. Es hört sich alles prima an, sieht alles prima aus. Gut. So. Ja. Ja, ich will mal gucken, was ich jetzt hier entdecke in meinem grün, türkisbraun Marsch. Ich habe mir übrigens mal das zugelegt. Das klare Gesso, was du so gern hast. Jetzt ist Silvia eingefroren. Na prima. Aber nur der eine Bildschirm sonderbarerweise. Ich sehe dich pinseln. Ja, ihr Lieben, habt ihr noch weitere Themen? Ich muss mal gucken, was haben wir denn noch hier für Themen aufgeschrieben? Solange Silvia nichts sagen kann, werde ich euch weiter unterhalten. Ja, guter Mensch. Ich glaube, von den guten Menschen könnten wir dann quasi überleiten auf das, was im Leben zählt. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht alleine behandeln. Ich glaube, ich halte die Aufnahme mal ganz kurz an. Oh, jetzt ist Silvia rausgeflogen. Okay, genau. Ich halte die Aufnahme mal kurz an. Ich hatte die Aufzeichnung angehalten. Wir sind jetzt bei dem Thema, was zählt im Leben? Genau. Das Glücklichsein, das Wohlbefinden. Ja, du musst noch mal wiederholen, was du gesagt hast. Das weiß ich doch jetzt nicht Weißt du mehr. nicht mehr? Nein, ich habe gesagt, dass ich glaube, dass wenn du mal alt bist, also wenn du dir vorstellst, du bist an deinem Lebensabend, dass du dann auf ein erfülltes Leben zurückgucken kannst. Und ich glaube, es ist wichtig, zu den Dingen zu stehen, die du tust und ja, einfach dazu dahinter stehen zu können, was du machst. Und dann, glaube ich, guckst du irgendwann mal zurück und sagst, okay, das war okay. Ich habe zu jeder Zeit meines Lebens das Beste gemacht, was ich machen konnte. Vielleicht nicht zu jeder Zeit, vielleicht nicht unbedingt immer zu jeder Zeit, aber die meiste Zeit, das wäre doch schon mal wichtig. Weil ganz oft Ja, also ich meine, entdeckt man das ja vielleicht auch erst sehr viel später, was einem gut tut. Das entdeckt man ja nicht gleich, wenn man in die Schule kommt. ja. Und ich glaube auch, dass man immer irgendwie auch mal Sachen macht, die, ja, die man vielleicht hinterher bereut, aber meistens stellt sich doch dann irgendwann heraus, dass es doch für irgendwas gut war. Ja, das sowieso, das definitiv, ja. Und dann ist Das, ja was Böses vielleicht ja. auch nicht mehr unbedingt so Nee, schlecht. nee. Und Was halt sich erstmal auch, ein bisschen komisch ja. anfühlt oder so, ne? Ich meine, oft sind ja auch, also wer tut jetzt was wirklich Böses? Ich habe jetzt nicht vor, jemanden umzubringen. Sowas absichtsvoll Böses, genau. Ja, genau. Manchmal gehen Aber Dinge halt einfach grandios schief. ja. Aber das heißt nicht, dass man es nicht, dass man es nicht probiert. Ja, Ne? und dann ist ja auch wichtig, sich selbst vergeben zu können. Hm. Ja, also das nicht ewig mit sich rumzutragen und zu sagen, oh Gott, ich habe
keine Ahnung, mir ist da was ganz Schlimmes passiert. Tatsächlich habe ich das jetzt so nicht, aber ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat vor einigen Jahren einen Motorradfahrer umgefahren und der ist seitdem behindert. Ja. Ja, also wem bringt es was, wenn sie jetzt jeden Tag aufsteht und sich sagt, sie ist ein böser Mensch. Sie hat Sie es nicht sind absichtlich ja gemacht. Ja, eben. sie hat nicht. Das Leben macht manchmal blöde Sachen. Ja. Es passieren manchmal doofe Sachen. Und das sind Dinge, an denen, die uns das Leben hinschmeißt, an denen wir wachsen Ja. können. Und da ist dann eben auch wieder die Frage, wer bewertet es denn? Ja. Ja. Luther schreibt noch, finde die Begriffe gut und böse schwierig, da sie bewerten, genau. Und Genau. dann gegebenenfalls auch abwerten. Finde, Ja. man muss jede Handlung im Kontext sehen, richtig, ja. Ja. Ja, Bewertung und. ist meistens eher schlecht. Ja. Ja, super, schon wieder eine Bewertung. Ja, aber es ist einfach Ja, so. genau. Das Es ist ist einfach so, ja. besser, einfach zu sagen, okay, Ja. es ist, wie es ist, akzeptieren, annehmen und dann das Beste draus machen. Ja. Und nochmal zu dem Thema zurückzukommen, was wichtig ist im Leben. Und ich glaube, da gibt's, der kursiert auch immer ganz oft zu so dieser Satz: Tu möglichst viel von dem, was du liebst. Ja. Denn ja, also es zwingen uns finanzielle Erwägungen oft mal dazu, Jobs zu machen, die jetzt nicht wirklich so unserem eigenen Wesen entsprechen, vielleicht. Und wenn wir dann aber da zwischendrin, zwischen dem Überlebensdingsi und Existenzsicherungstralala, Sachen finden, die wir wirklich von Herzen lieben und davon ganz viel in unser Leben einbauen, ich glaube, dann tut man schon ganz viel dafür. Und immer zu begreifen, dass wir Gestalter sind. Ich habe für diese Woche die Karte der Schöpferin gezogen. Super schön. Also ich glaube ja auch, dass man am Maltisch echt nichts Böses machen kann. Nee, ich glaube auch nicht. Wenn man Ich glaube, sich wir sind mit. da ziemlich auf der sicheren Seite, Ja, Andrea. auch das, ja. So oft wie wir am Ja. Maltisch sitzen, in der Nee, aber Zeit wir können sind wir ja schon jetzt. nichts Böses Ja, wir machen. sind aber doch jetzt schon bei dem Thema, worauf es ankommt im Leben. Ah ja, genau. Ja. Ja, letztendlich einfach. Das stimmt schon. Letztendlich kommt es aber ja auch darauf an, Dinge zu tun, die niemandem schaden. Ja, und eine gute Zeit zu Am haben dabei. wenigsten dir. Ja. Ja. Möglichst viel auch so aus sich heraus zu tun, also wirklich darauf zu achten, was sind denn meine Bedürfnisse, was brauche ich? Das zu respektieren, auch danach zu handeln. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, um gesund zu bleiben, übrigens. Ja, das Weil stimmt. dann verbiegst du dich nicht, sondern du bist wirklich auf einem guten Weg zu einem erfüllten Leben. Weil das, was aus dir rauskommt, erfüllt dich tausendmal mehr als Dinge, die du nachmachst oder wo du denkst, du müsstest es tun. Die meisten Sachen, von denen wir denken, wir müssten sie tun, müssen wir gar nicht tun. Ja, dabei hilft der Intuition zu folgen. Weil die Intuition, das ist das, was aus dir herauskommt und was, finde ich, ehrlicher ist als das, was du dir einredest oder was dir eingeredet wurde. Ja, und das halt zu unterscheiden. Was kommt denn jetzt aus mir? Und was habe ich mir von woanders aufgeschnappt? Oder was wollen andere von mir? Ja. Das ist, glaube ich, Genau. eine der wichtigsten Dinge, die wir lernen können im Leben. Das zu unterscheiden. Ja. Ja, das stimmt. Und uns dementsprechend auszurichten und immer weniger von dem zuzulassen, was andere von uns wollen und immer mehr von dem ins Leben zu holen, was uns wirklich aus unserem Inneren heraus bewegt und antreibt, wo wir da so hin wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Das führt zu ganz viel Zufriedenheit und macht uns dann auch echt wieder stark für solche Dinge, die wir eben dann doch mal irgendwie müssen. Ja, ich habe da auch gestern einen schönen Spruch gelesen vom Janosch. Ja. Da fragt, da gibt es doch diese Folge oder diese, ja, was ist das, so ein kleines Büchlein ist das. Ich habe das auch, Lebensmottos oder Lebensweisheiten und sowas. Lebensweisheiten vom Herrn Wondraschek. Ja, genau. Da wird immer der Herr Wondraschek gefragt und da fragt er ihn, worauf kommt es denn an im Leben? Und dann sagt er, dass man nicht bei dem kleinsten Wind praktisch umfällt. Nicht beim Windstärke, eins umfällt, genau. Genau. Ja, und letztendlich ist es so. Ne? Ich meine, das ist eben auch das, was die Kreativität zumindest mit mir macht. Die macht mich stark. Also mich stärkt es, wenn ich meinen Tag kreativ beginne und wenn ich kreativ sein kann, also wenn ich die Zeit dazu habe, dann ich fühle mich nach der Zeit am Maltisch gestärkt. Letztens hat jemand gesagt, eine Stunde malen ist so gut wie eine Stunde schlafen. Und ich empfinde es tatsächlich so. Ja. Durchaus. Das ist einfach, also was kannst du denn Besseres tun, als dich selbst zu stärken und stark zu machen für die Herausforderungen, die der Alltag dann wieder so mit sich bringt. Es ist doch sowieso alles schwer genug. Ja. Und dann eben immer wieder drauf zu gucken, sich selbst was Gutes zu tun, das ist einfach ziemlich wertvoll. Ich finde es gerade jetzt halt in der Zeit ist das natürlich auch, merkt man das extrem, ne? Ja. Ja, das finde ich auch. Also jetzt in dieser Zeit ist es schon ziemlich wichtig, immer wieder was Gutes zu tun. Ja. Sich selbst. Für sich, ja, genau. Und dann kann ja auch, das ist auch völlig legitim, dass dann eine kreative Tätigkeit eine Flucht ist davor. Dass man sich da einfach ausklingt und sagt, hier, ich habe damit jetzt mal 2 Stunden lang gar nichts zu tun. Ja. Da kommen dann wieder die guten Säfte in uns in Schwung und tun ihre Arbeit und sorgen dafür, dass wir uns inwendig stärken und resilienter werden, widerstandsfähiger werden. Ja, das stimmt. Das ist ganz wichtig. Das war jetzt zu dunkel. Ja, Resilienz ist ja auch so eine Sache. Ne? Ich meine, da wird ja auch immer geguckt, woher kommt es denn, dass manche resilienter sind als andere? Und das hat ja auch einfach ganz viel damit zu tun, wie man Dinge bewertet und auch als Kind schon, wie man bewertet wird. Also das, da kann man wirklich ganz viel machen. In der Resilienzforschung gibt es da immer wieder ganz gute Erkenntnisse, was Kinder resilient macht oder was uns resilienter macht. Und ich glaube, Erfolg. Nicht so anfällig für psychische Erkrankungen. Genau, für Windstärke 1. Ja, genau. Ja, dass man da eben auch ganz viel falsch machen kann. Ne? Ja, definitiv. Aber da, wie gesagt, das ist dann jetzt wieder dieses kreative Tun, was uns da inwendig stärkt und da ganz viel dazu beitragen kann, dass wir eben da widerstandsfähiger sind und uns eben Windstärke 1 nicht mehr umhaut, weil wir es gewohnt sind, eben auch am Maltisch Erfolgserlebnisse zu haben, uns da wohlzufühlen und diese Wohlfühlmomente, die schaffen so viel Kraft innen drin, die dann wieder ausreicht, um sich dann auch mal Windstärke 5 entgegenzustellen oder die halt auszuhalten, wenn das Leben mal richtig tobt. Ja, das stimmt. Und noch was, genau, wo ich eben sagte, dass Kreativität kann dann dazu beitragen, dass man sich auch immer mal ausklingt. Auf der anderen Seite, was das gute Leben ausmacht, ist es aber auch, dass wir all diese Sachen mitnehmen und uns nicht davor verstecken. Ja. Weil auch schwierige Situationen wollen
erfahren und durchlebt werden. Und wenn wir dann, wenn wir die immer vermeiden und sagen, oh, ich begebe mich nicht in solche Situationen, wo potenziell irgendwas Schwieriges passieren kann, dann, dann entziehen, also nein, dann halten wir uns absichtlich irgendwie fern von diesen Dingen und die verhindern dann, dass wir gute Erfahrungen daraus machen oder dass wir Erfahrungen damit machen, die uns aber irgendwann später durchaus nutzen können. Weil wenn wir ja auch diese eine Trauer zu fühlen und eine oder ja eben schwierige Situationen zu durchleben und sie auch zu überleben, hilft dabei, dass wir inwendig stärker werden. Letztendlich macht uns jede Krise stärker. Ja. Ja, also auch eine Krankheit, die, das ist mit Sicherheit Kacke, ja. Aber wenn du geheilt bist, dann glaube ich, sagt jeder, ich bin gestärkt seitdem. Ja, ja, ich bin da gestärkt rausgegangen. Kann ich ein Liedchen und, von singen, ne? Bei Trauer ist es auch so. Ja. Und trotzdem möchte man es nicht. Ja, aber es gehört alles zum Leben dazu. Ja. Also Leben ist nicht nur, Leben ist kein Ponyhof. Doch. Nein, es gehört alles zum Leben mit dazu. Und ich glaube, ja, die Erfahrung zu machen, dass ich diese schwierige Situation, traurige Situation überstehen kann, die bereichern das Leben auch. Ja, das stimmt. Die bereichern das Leben halt auch. Ja, und da musst du immer wieder auch im Vertrauen sein, dass es auch wieder besser wird. Nach Regen kommt immer Sonnenschein. Genau. Mein Lieblingsspruch. Ja. Einer meiner Lieblingssprüche. Noch lieber mag ich zu wissen, Leben, genau, ach, das, ja, das war, glaube ich, auch in einem, was, in einem Münster-Tatort? Ich glaube schon, ja. Oder irgendeinem Tatort jedenfalls. Da sagte auch ein alter Mensch in einem Pflegebett, Leben heißt zu wissen, dass hinter den Wolken die Sonne scheint. Ja, genau. Das ist Leben. Den Spruch fand ich toll. Ja, einfach darauf vertrauen, dass es dann auch wieder, das wieder anders wird. Genau. Und jeder und Tag hat neue Chancen. Ja, und wer, bitteschön, geht dann durchs Leben und hat nie eine Krise. Ja, also das gibt es einfach nicht. Nee. Und auch, es gibt auch keinen, der mit einer pupsbunten Einhorn-Kindheit groß geworden ist. Ja, es ist immer irgendwas. Jeder hat eine. Und auch wenn du als Mutter dir sagst, oh, ich will alles richtig machen und ich will mein Kind nie schlagen, ich will mein Kind nie, keine Ahnung, dein Kind wird, wenn es mal in der Pubertät ist, dir trotzdem Dinge sagen können, die du blöd gemacht hast, die sich's anders gewünscht hätte. Ja, klar. Das ist einfach so. Wir sind alle nicht perfekt und im Zwischenmenschlichen, das, was du auch denkst, was gut ist für dein Kind, für eure Beziehung, für dich, das ist ja nicht unbedingt für das Kind gut. Das kannst du als Kind nicht unbedingt sehen, dass deine Mutter immer das Richtige gemacht hat. Und letztendlich gilt es da auch zu vergeben und zu sagen, ja, naja, sie hat wohl ihr Bestes gegeben. Ja, genau. Auch wenn das vielleicht, auch wenn du vielleicht was anderes gebraucht hättest, aber wenn sie in der Lage gewesen wäre, dir das zu geben, was du gebraucht hättest, dann hätte sie es vermutlich getan. Ja. Und das so anzuerkennen, dass eben selbst wenn jemand was macht, was nicht so gut war, der das eventuell gar nicht so gesehen hat oder halt nicht anders konnte. Ich glaube, das ist auch sehr wertvoll. Immer sein Bestes gegeben hat. Wenn man das kann. Ja. Und es kommt halt immer wieder vor, dass das Beste, was Menschen geben, einem anderen nicht reicht. Das ist so. Das ist normal. Ja. Das ist total normal. Also dieses Gesso hier ist schon richtig
Heavy. Sehr rau, ja. Ein ganz schönes Tierchen hast du da wieder gezaubert. Och Gottchen, ja, süß, gell? Ein, was ist das? Ich weiß es nicht. Ein Vierhorn. Ein Schweinevierhorn. Eine Vierhornkuh oder so. Oder eine Vierhornkuh, ja. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was ist das? Es war ja einfach da. Dann ist auch gut. Ein gepunkteter. Ich hoffe, dass das Schrubbeln nicht so schlimm ist in der Aufzeichnung. Ich glaube nicht. Also ich höre es jetzt nicht so. Nee, jetzt bin ich auch schon nicht mehr. Dezenter unterwegs. Also nicht mehr so. Ich muss jetzt hier mal zu den Woodies greifen, weil das andere hält da drauf nicht. Jetzt noch ein paar Punkte hier, dieses Tier. Ja, ihr Lieben. Wir haben noch ein Thema offen. Das mit den Ritualen, ne? Ja. Gibt es denn, also wir haben auch schon über Rituale geredet. Mhm. Wollen wir die kurz aufzählen, was wir so machen? Vielleicht gibt es was Neues, was dazugekommen ist. Oder weggefallen ist. Oder was weggefallen ist. Magst du anfangen? Oder ich? Ja, kann ich machen, weil das ist kurz abgehandelt. Also ich habe mich von so, ich mache eigentlich, was mache ich denn? Nichts mehr. Du hast dich von sämtlichen Ritualen befreit. Ja, also ich gucke einfach, was gerade so da ist und anliegt. Und doch, ein Ritual habe ich auf jeden Fall noch. Ich ziehe jeden Morgen eine von meinen wunderschönen Orakelkarten. Einfach aus Spaß. Ja. Und eins habe ich noch neu angefangen, das habe ich aber heute Morgen tatsächlich nicht gemacht. Ich schreibe jetzt nicht mehr mit dem Universum, sondern ich spreche jetzt morgens mit dem Universum. Ihr seid also eine Stufe weiter. Genau, wir reden einfach nur miteinander. Aber das ist eigentlich schon mehr so ein, es ist eigentlich genau genommen, ist es ein Gebet. Mhm. Wenn du es so willst. Ja, glaube ich schon. Ja, also bei mir ist es mit den Ritualen ähnlich wie mit dem Seriengucken. Bei mir geht es immer nur so ein bisschen eine Zeit lang gut, wegen dem Schichtdienst, weil es ist total schwierig, Rituale beizubehalten, wenn sich der Lebensrhythmus dauernd umstellen muss. Ja, permanent ändert. Ne? Ja. Dann kann man ganz schlecht Rituale beibehalten. Aber ich versuche da immer wieder hin zurückzukommen und also ein Ritual, was ihr ja alle kennt, das ich habe, ist eben kreativ in den Tag zu starten. Das habe ich auch heute gemacht. Manchmal nehme ich euch da ja mit bei der Kaffeemalerei und an den anderen Tagen, wo ich euch nicht mitnehme, da ist es dann manchmal so, dass ich es alleine am Küchentisch mache bei einer Tasse Kaffee. Oder dass ich es nicht machen kann, weil ich eben gerade im Nachtdienstmodus bin, da geht es halt nicht. Und da mache ich es auch tatsächlich nicht und das fehlt mir, aber da bin ich dann dafür in der Nacht kreativ, wenn ich da das Zeit habe. Ne? Ja. Das ist ja auch super. Ja, das brauche ich, das ist wichtig. Genau, aber mein Ritual ist eben kreativ in den Tag zu starten, wann immer es geht. Und einfach erstmal an den Maltisch zu gehen oder eben irgendwas herzunehmen. Im Moment das Sketchbook Hamburg. Ja, ich habe meins noch nicht angefangen, weil ich mir immer noch nicht so richtig klar bin, was ich damit überhaupt das will. Das verstehe ich überhaupt nicht, Andrea. Was ist da los? Andrea, das war so witzig. Das muss ich jetzt erzählen. Andrea Erzählen. Hat das Sketchbook bekommen und dann fing sie an, mir zu schreiben, mit was sie das füllen könnte. Also sie hatte dann mehrere Ideen und ich habe so gedacht, hä? Was macht sie da? Und ich weiß gar nicht, was ist das denn, Andrea, dass du denkst, du musst es mit einer Technik füllen oder mit einem
mit einem Thema. Das war dein Ziel, glaube ich, erst mal. Ja, aber pass auf, ich habe ja doch für alle möglichen Geschichten, die ich hier so mache, jeweils ein eigenes Sketchbook. Ich habe nicht ein Sketchbook, wo alles drin ist. Ach so. Ja, okay, das unterscheidet uns. Also ich habe ja Sketchbücher, in denen ist immer alles. Ich habe Sketchbook mit einem Thema. Eins fürs freie Zeichnen, ich habe eins für Urban- bzw. Dorf-Sketches, ich habe eins für Porträts, ich habe eins für Mixed-Media-Sachen. Also ja, ich habe da ganz viele. Deswegen halt, was mache ich jetzt in dieses Sketchbook? Okay. Weil ich hätte das gerne so ein bisschen konsistent, weißt du? Ja, das verstehe ich. Okay, jetzt deswegen. Versteh deswegen, ja. Also ich mache einfach drauf los und das wird einfach ein kunterbuntes Sketchbook. Mhm. Also ich habe hier eine Steinschnecke drin. Die finde ich auch extrem witzig. Guck mal. Ah ja, sehr schön. Ja. Jetzt ist der Löwe entstanden. Da habe ich mit der Jellyplate ein bisschen rumgespielt. Das habe ich gestern gemacht. Ute hat gemeint, da fehlt Katzenminze. Ich habe heute gegoogelt, wie Katzenminze ausschaut. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Ich habe vielleicht da Garten. Sind. Doch, da ein paar Blätter, klar. Hier ist doch schon eins. Ich habe welche im Garten. Und es ist tatsächlich so, einmal im Jahr rammelt sich unsere Katze da einmal voll rein. Ja, die lieben das echt. Ja. Dann liegt die wirklich so pummelig wie sie ist, liegt die Platsch in dieser Pflanze. Mittendrin. Ja. Das ist echt krass manchmal. Ja, also meine so Idee. So ungefähr sah es aus, die Katzenminze. Das ist jetzt ein bisschen weit weg, das kann ich nicht so gut sehen. Ja, okay, es kommt hin. Ja, meine Idee war so, und das ist vielleicht auch wirklich mal was für ein größeres Kunstprojekt sogar. Ich würde gern so unser Dorf in 2D quasi. Also einzelne Häuser abzeichnen, aber wirklich nur so diese Frontalsicht, wie sie zur Straße stehen. Wirklich okay. Eine ganz platte 2D-Frontalsicht. Und die Häuser dann einfach so nebeneinander gezeichnet. Also nichts mit Perspektive. Nee. Sondern die aus der Perspektive halt rausholen. Und das Einzige vielleicht dadurch, dass wenn ein Gebäude irgendwie von der Straße ein bisschen zurückgesetzt ist, dass ich das vielleicht ein bisschen höher dann zeichne. Mal gucken. Also irgendwie sowas in der Richtung schwebt mir vor. Okay. Klingt spannend. Ja. Das Format ist halt auch sehr begrenzt. Ne? Ich habe schon mal einen Sketch gemacht gestern von einem Nachbarhaus hier mit der Garage daneben. Aber da habe ich halt richtig schön viel Platz. Oh, das ist so toll. Ja. Muss ich mich da ein bisschen begrenzen im Platz. Du meinst jetzt in dieses Sketchbook Hamburg? Ja, genau, weil das ja so lit ist. Dina 6 ist schon... Das ist sehr lit, ja. Ist schon gut, mini. Anderes Sketchbook ich ist Dina 5. Ich liebe ja genau dieses Format. Also ich mag ja einfach diese kleinen Formate. Ja. So, wie geht's denn jetzt weiter? Das muss jetzt mal kurz trocknen. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen dunkler. Oh ja, hier auf dem Gesso tut auch sogar der weiße Stabilo All richtig gut. Mhm. Macht richtig Abrieb hier. Oh, das ist schön. Der weiße Stabilo All ist bei mir ja immer ein bisschen, weiß ich nicht, Fehlkauf. Ja, bei mir auch. Die anderen sind super. Also die anderen Farben, gerade der orangefarbene, der ist mega stark. Den finde ich richtig klasse. Ja, der Orangene ist super, und aber auch die anderen, also die sind echt okay. Aber der Weiße, der macht nie so das, was er soll. Das, was man so eigentlich von dem will, ne? Ja. Das macht er nicht, weigert er sich. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Da muss man dann doch irgendwas, immer irgendwas anderes nehmen. Am besten irgendwie eine Acrylmarke oder sowas. Heute. Stimmt. Ums Verplatzen macht er das nicht. Das ist furchtbar. Ja. Ja. Was gibt es denn noch für Rituale? Arbeitsplatz aufräumen. Das ist vielleicht auch noch sowas. Ich wäre super froh, wenn das mal zu einem Ritual werden würde bei mir. Hier schaut schon wieder aus. Wahnsinn. Wobei, also ich muss sagen, es geht. Es ist im Moment nach Projekten so ein bisschen geordnet. Mhm. Weil ich gerade ja noch an den Aufnahmen bin für den Jahreskurs. Und da arbeite ich mittlerweile mit Kisten. So, das ist für den Kurs, das brauche ich für diesen Kurs, das brauche ich hierfür, weil ich sonst durchdrehen würde. Aber diese Kisten, die stören mich mittlerweile. Also ich muss das jetzt abarbeiten. Ich hatte ja jetzt Nachtdienst und konnte so gut wie nichts machen. Und jetzt diese Woche habe ich frei. Ich starte jetzt quasi in eine freie Woche. Und, das ist schön. Ja, freie Woche hört sich gut an. Da wird das ein oder andere dann entstehen und ich werde Kisten wieder auspacken können. Da freue ich mich. Super gut. Ja. Ah ja, da muss ich ja auch noch mal zu dir kommen. Demnächst. Ja. Muss nicht, darf. Ja. Müssen wir mal was ausmachen, ne? Ja. Im Februar habe ich viel frei. Ja, dass wir das irgendwie Anfang Februar oder so machen, damit wir ein kleines Video drehen für die Werbung. Ja. Sowas schwebte mir so vor. Ja, es ist fallgleich, ne? Es ist fallgleich, genau. Es ist gleich Anfang Februar. Also es ist verrückt, wie schnell das gerade schon wieder alles rumgeht. Ja, schon wieder ein Monat vorbei. Echt Wahnsinn. Nochmal, ja. Ja. So, ich muss mal die Stifte hier wegmachen. Ich werde dann mal ein bisschen dekorieren hier drauf mit was drumherum. Mal gucken. Ja, meine Liebe, wir haben 12 Uhr. Ich würde sagen, für diese Folge soll es das erstmal wieder gewesen sein. Jo. Das war sehr schön und ich danke euch vielmals für die tollen Themen und dass ihr so ein bisschen miterzählt und kommentiert habt. Die Podcast-Folge ist wie immer ab Mittwoch bei allen Podcast-Hosts zu finden und ab Dienstag bei Steady für diejenigen, die uns dort unterstützen. Und ja, denkt dran, ne? Also alle Steady-Mitglieder haben einmal im Monat Mal-Mittwoch, hätte ich fast gesagt. Offene Malgruppe am Mittwoch frei. Da startet ja... Letztendlich ersetzt es ja den Malen. Genau, da startet nächste Woche ja auch schon unser erster Turn. Ja. Das wird toll. Nächste Woche. Krass. Nächste Woche, ja. Krass, ne? Und heute Abend geht's los mit dem Porträtkurs. Yeah. Hey. Deswegen sehr überraschend, dass ich heute mal kein Gesicht gemalt habe, oder? Naja, wird heute Abend dann. Genau. Du hast ein Gesicht gemalt, ein Vierhorn-Gesicht. Ja, ein Vierhorn. Sehr cool. Ja, dann mit Ballerina-Füßen. Dann wollen wir uns mal verabschieden von euch und auch ich wünsche euch eine gute Woche und vielleicht sieht man ja die ein oder andere heute Abend beim Porträtkurs wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall. Abend. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das wird toll. Ich freue mich riesig. Ja. Eine schöne Gruppe geworden. Ganz wunderbar. Ja, ich weiß ja noch nicht, wer alles dabei sein wird, aber ich bin auch ganz sicher, dass es toll wird. Ja, ich habe mir so schöne Übungen ausgedacht für heute Abend für euch. Das wird so Spaß. Schön. Also bin dann, gespannt. Ja, einen wundervollen Tag euch allen. Conny sagt auch schönen Tag. Col wünscht einen schönen Tag. Macht's und wir gut, wünschen euch Lieben. Einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Bye, bye. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude.
Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen, herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host. Wo auch immer du uns hörst, gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, ciao! Malfreunde, ja, das sind wir zwei. Malen, kleben, plaudern dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im Nu.